So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wunderbar. Letztes Mal haben wir aufgehört. Na, das war ein Graus erst. Mit dieser Nachtmission heißt, ich habe mich in die Hose geschissen, wirklich. Aber vorerst einmal, bevor wir sich weiter anscheißen, werde ich einmal Fertigkeiten, habt ihr mir gesagt, soll ich was aussuchen? Und zwar am Wurf, was haben wir noch? Rutschen. Da rutschen wir mal schlüpfen. Genau, das habe ich mal. Drücken Sie rutschen beim Rennen C. Okay, das habt ihr gesagt, soll ich nehmen. Und bei, noch einmal zurück, bei Kraft soll ich nehmen, was haben wir da? K.O.-Tritt, genau, das war es, glaube ich, Mehrfachwurfkind, das ist ein Blödsinn, aber das werde ich mal, glaube ich, nehmen. Das ist wirklich das Blödsinn, das ich. Genau, das werde ich mal nehmen. Das ist eine echt gute Idee. So, und nachdem wir jetzt wieder Trainingspunkte zu verteilen haben, werde ich mal das jetzt kurz ansehen. Wir haben neu dazu bekommen jetzt. Sterne des Schmerzes. Lernen Sie die Wünsche, was? Die Folgen an 13. Lähmung, Feuerexplosion. Okay. Und das nächste, falsch, sie besser. Ladenpreise sinken um 10%. Und dann haben wir das wieder mit den Pflanzen. Also ich persönlich, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, ich persönlich würde zu den Pflanzen tendieren, dann als nächstes zu den Wurfsternen und zuletzt dann zu den Preisen, weil das mit dem Waffenkaufen, ja, das ist relativ wichtig. Gut, dann schauen wir sich noch das andere an. Bei Wendigkeit haben wir auch noch was. Natürlich den Wurf nach wie vor. Dann haben wir schlagen Sie den Feind mit einem Dropkick im Rennen nieder. Drücken Sie während Sie rennen zum Springen. Was? Zum Springen? Leider drücken. Oh Gott, das sind so viele Tasten drücke, heißt, das ist wahnsinnig. Springen Sie über einen Gegner hinweg, drücken Sie zum Überspringen. Das hört sich interessant an. Also hier würde ich auch favorisieren, das ist Überspringen, dann diesen Wurf und zum Schluss dann den Dropkick, weil das ist einfach zu viel zum Drücken. Leertaste E, das merke ich mal nie. In Stresssituationen bin ich völlig planlos. So, und bei Kraft, das haben wir da noch. Da haben wir, je fitter Sie werden, desto mehr Schaden können Sie absorbieren. Okay, das ist schon mal interessant. Werfen Sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf einen Gegner, um massiven Schaden zu verursachen. Tippen Sie zweimal rechte Maustaste, um zu zielen. Drücken Sie dann linke Maustaste, um zu werfen. Okay, hier. Meine ich einmal zu glauben, dass auch wieder der Panzer hat, die Panzerhaut am besten wäre. Dann dieses Nahkampfwurf hört sich nicht schlecht an und dieses Mehrfachwurf, ja gut, das mit den Wurfwaffen, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt gut ist, das werden wir sich anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht wieder mitmachen wollt, ich weiß es ja nicht. Falls dem so ist, dann könnt ihr das gerne entscheiden, beziehungsweise mir Tipps geben, was ich nehmen soll. Glückwunsch, du hast die Nacht Ja. überlebt. Schade, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Ja, leider. Kann ich jetzt auch nichts dafür. So, warum komme ich nicht? Ah ja. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Ich habe mittlerweile jetzt herausgefunden, und das zeige ich euch dann, wenn ich draußen bin. Jetzt gehen wir einmal runter. Gehen wir mal ins Erdgeschoss, da zeige ich euch dann jetzt kurz was, was ich herausgefunden habe. Das ist was ganz was Wichtiges. Und zwar, wie man das mit den Waffen reparieren. Es ist vorbei. Naja. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Reis. Und Okay, das haben wir eh schon gelesen. Das haben wir eh letztens alles schon durchgekaut, sozusagen. So, wir sind wieder im Erdgeschoss. Das ist ein wunderprächtiger Tag. Das freut mich natürlich schon sehr, dass es jetzt wieder hell draußen ist und nicht mehr so stockfinster. Quartiermeister. Nice, der hat wieder Sachen für mich. Werden wir sich alles mitnehmen, würde ich sagen. Nägel, das brauchen wir generell alles. Dankeschön. So. Er mit seinem geilen Shirt da, das zerriss er nicht. Das ist natürlich schön. Ah ja. Du kennst doch Alfie, unseren Oberbastler. Er ist in seiner Werkstatt im zweiten Stock. Ah ja, schön. Freut mich für dich. Das sind lauter Missionen, sehe ich gerade. Die werde ich mal alle kurz einmal zumindest einmal ansprechen, damit ich weiß, um was es geht. Aha, oder auch nicht. Ah, da ist er. Na, auch nicht. Sag einmal, wo ist denn die Mission dann? Der will ja irgendwas von mir. Ah ja. Du bist Alfie? Lol. Genau. Ich sorge dafür, dass der Laden läuft. Als Elektriker und Hausmeister. Gut, dass du kommst. Wollte dich schon anfunken. Wo brennst denn? Nun, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute? Dank dir hat das Kesselviertel wieder Strom. Die schlechte? Bei der Überführung ist das Stromnetz zusammengebrochen. Da drüben ist es jetzt stockfinster. Also, soll ich es wieder anschalten? Es gibt zwei Umspannwerke. Aktiviere sie wieder. Die Reihenfolge ist egal. Fahr dann die Hauptstation hoch und die Bude leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das kriege ich wohl hin. Aber natürlich. Das könnte jeder Kurier. Es gibt nur ein Problem. Die Finsternis, die dort herrscht, zieht Schattenjäger an. Die strömen nach Sonnenuntergang in Scharen hin. Deswegen habe ich eine Falle gebastelt. Sie ist schon bereit.
Wenn du dort den Strom einschaltest, sobald es dunkel ist, können wir einen ganzen Haufen dieser Monster gleichzeitig braten. Wenn's dunkel ist, das ist aber ziemlich riskant. Klar, deshalb hat sich ja auch keiner freiwillig gemeldet. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt als die anderen. Zumindest habe ich den Eindruck. Sagen wir mal, ich will helfen. Ach ja? Ein Gutmensch, was? Hoffentlich hast du auch Mumm. Sonst machst du es nicht lange. Aus härterem Holz geschnitzt. Ich würde sagen, ich bin aus Puddingholz geschnitzt, wenn man es so sagen kann. Halt, CT gedrückt und die Fährte öffnen. Nein, das, die Mission, also alles, was in der Nacht stattfindet, das muss, auf das bin ich nicht sonderlich geil, muss ich sagen, dass ich das jetzt mache. Was? Hörst du mich? Ja, ja. Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur, hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Hm. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Ja, das stimmt allerdings. Und Crane? Danke für alles, was du für uns tust. Ja, sowieso. Ich bin ja da Chief. Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. So, gut, Moment einmal. Ich muss jetzt kurz nachschauen bei den Quests. Muttertag, okay, das werde ich einmal etwas, ja, finden Sie eine Schusswaffe für Davut, starten Sie Nebenquest, was heißt das, achso, ach, da ist die Uhrzeit, geil, 8.52 Uhr, okay, gut zu wissen, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, so, jetzt gehen wir mal raus, schauen wir mal, was uns draußen wird, so, ich werde euch jetzt zeigen, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, was ist denn los, aber neben rechts bei den Waffen unten ist also ein Hammer-Symbol, wo eine Zahl steht und diese Zahl deutet an, wie oft man ein Teil reparieren kann. Und zum Beispiel dieses Drum kann man jetzt gar nicht mehr reparieren, das habe ich jetzt mit der Zeit herausgefunden. Ist sehr schade, muss ich sagen. Waffe ist defekt. Ja, das ist, finde ich, voll kacke irgendwie. Weil im Endeffekt muss ich jetzt irgendeine andere Waffe nehmen, aber gut. Kann man im Endeffekt ja eh nichts machen. Was ich jetzt gesehen habe, ist, ich kann es auf die Seite springen schon. Das habe ich irgendwie gerade gelernt vorher. Das finde ich ganz cool. Meinst du, er ist tot? Oh ja. Siehst du das große schwarze Loch in seinem Schädel? Man kann leiden, soll er. Oh shit. Ja, toll. Gut, dass ich überhaupt keine gute. Du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? Ja, geht schon. Oh shit. Ich reiß dir um. Okay, das ist wieder. Au. Das hat wehgetan. Oh fuck, oh fuck. Okay, das wird wieder ein etwas schwieriger. Aua! Au! Oh je. Fuck, oder? Stirb, du Sau! Ah, fuck. Nein, bleib weg von mir. Ah, ja. Okay, er läuft davon, so wie es ausschaut. Das ist. Na gut. Lass mich einfach davonlaufen. Weiß nicht, was der da jetzt wollte. Patrouillenmitglied entkommen. Ja, leider, tut mir leid. Aber wir haben zumindest einen umgelegt. Was haben wir hier? Ah, ja. Schauen wir da kurz. Da. Das passt. Okay, habe ich mich wieder angeschissen. Erstmal drei. So, was bist du für einer? Der checkt überhaupt nichts. Das passt natürlich einmal. So, wir müssen. Oh geil, da drüben geht's zuerst. Das will ich mir gar nicht unbedingt an. 300 Metern aus Servas erst. Da muss ich wieder kreuz und quer durch die komplette Landschaft laufen, das wie es ausschaut. So. Das wäre. Was ist denn da los? Sag mal, irgendwo fliegt da was herum, das höre ich. So. Ich werde auf jeden Fall versuchen, vielleicht wieder irgendeinen V-Lichtfaller zu aktivieren. Vielleicht wieder so einen Polizisten zu finden, das wäre natürlich ganz nice, weil ich habe gesehen, wenn man. Ah ja. Wenn man.
Wenn eine Waffe einmal komplett kaputt ist, kann man sie nicht mehr reparieren. Sprich, ich kann meinen coolen Stock, den was ich da bekommen habe von den Polizisten, kann ich im Endeffekt wegschmeißen jetzt. Weil ich, weil ich sie nicht mehr reparieren kann. Ist leider schade, aber es ist leider so. Jetzt schaue ich, dass ich vielleicht wieder so einen Polizisten irgendwo finde einmal. Oh fuck. Das ist wieder irgendein geiler Sack, der was wieder mehr kann. Ja, wunderbar. Eigentlich wollte ich noch kurz in den Bus reinschauen. Vielleicht ist da drinnen im Bus irgendwas Interessantes. Schauen wir kurz rein. Ah ja. Leuchtstabmod. Nice, nice. Das hat vielleicht sogar direkt einen Sinn. Was haben wir da? Inventar voll. Ja, da schauen wir kurz rein in die ganzen Taschen, bevor wir weitergehen. Ich sehe gerade, Moment einmal, wir haben eigentlich eh das Wasserrohr. Kammer, rostiger Schraubenschlüssel. Jetzt schauen wir kurz, was da am besten ist. Rohrzange. Schlichtes Rohr. Das werden wir mal austauschen, da, weil die Waffen eh nicht. Kurz besser, cool. Habe ich gar nicht gewusst, dass wir das auch mit haben. Das werden wir kurz mal alles austauschen. Weil, ja, das Rohrzange 39. Gut, die können wir noch verwenden, weil die sind noch halbwegs in Ordnung. Jetzt schauen wir kurz mal da rein. Was ist da drin? Nichts. Wunderbar. Da war aber noch irgendwo eine Waffe. Genau da. 24, aber die ist eh relativ schlecht. Oh geil. Ich glaube, da müssen wir wieder übers Dach raus. So. Wie gesagt, so ein Polizist, wenn ich sehen würde, wäre echt nice, weil ich möchte diesen Schlagstock wieder haben. Der war nämlich echt geil. Oh fuck. Der scheint irgendwie besonders gut zu sein, weil das ist wieder so ein 3 Meter großer Typ. So. Schauen wir. Vielleicht schlagen wir den kurz ein wenig. Da mal ein bisschen. Das vielleicht hat er ja irgendwas Gutes mit. Oh, scheiße. Okay, da müssen wir reparieren. Das passt. Fuck, der Typ halt da. Weg da. So. What the fuck. Jawohl. Alter. Alter. Nein. Was ist jetzt los? Hilfe, Hilfe. Okay, ein FPS-Drop mal 3. War jetzt nicht so gesund. Jetzt stirbst du jetzt endlich einmal, da hörst du Sau, du. Oh, geil. Ich glaube, wir schleichen uns. Hilfe. War vielleicht doch nicht so die brillante Idee, da irgendwas zu machen. So, wurscht, nichtsdestotrotz. Da haben wir nichts vergessen. Oh, geil, oh. Lichtfalle braucht man nicht aktivieren. Zumindest wüsste ich nicht, für was das nötig wäre. TÜAI-Paket gestohlen. Oh. Die Lichtfalle. Ich check das nicht, was das bringen soll. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht muss ich mir das noch einmal genauer durchlesen. Aber ich bin leider auch kein Profi bei solchen Sachen. Ah ja. Flammable. Das schaut nicht so gesund aus. Was haben wir hier? Kann man nichts machen da. Schleicht man sich da kurz oben drüber. Sie haben nicht verteilte Fertigungspunkte. Ist mir bewusst. Da schauen wir auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass mich gleich von hinten wieder irgendwer überrascht. Jawohl. So, wenigstens haben wir das geschafft, gleich beim ersten Mal. Machen wir das Kistchen kurz auf und schauen wir mal rein, was ob da irgendwas Nützliches. Oh, Hammer. 38, nice. Den brauchen wir auf jeden Fall. Da schmeißen wir kurz weg. Clownhammer irgendwas. Ah, Clownhammer sehe ich gerade. Der ist sogar besser. Als wie die schlichte Rohr. Da schmeißen wir weg. Was schmeißen wir denn weg? Irgendwas, was wir nicht brauchen. So eine Rohrzange zum Beispiel. Schaufel. Ich weiß nicht, ob man die Schaufel immer schlecht wäre, sie ja nicht. Schmeißen wir den Dings weg da, X fallen lassen. Und nehmen wir da diesen Clownhammer mit. Der scheint nämlich wirklich nicht schlecht zu sein. Clownhammer, wo haben wir ihn da? 38, weil wir haben da 32, 36, 39. Nehmen wir da statt so einen Dings einmal. The fuck. Okay. So. Da scheint er mal relativ ruhig zu sein jetzt, das ist ganz gut. Zwischendurch einmal muss ja nicht überall immer was los sein. Zumindest nicht wegen mir. So. Ich muss so kurz auf die Karten schauen, wie ich da jetzt am schnellsten hinkomme. Ah ja, okay, bleiben wir einfach da. Oh. Das schaut mich nicht gesund an, da bleiben wir lieber etwas fern. So. Was bist du? Muss ich mal kurz den Clownhammer ausprobieren. Oh geil. Ja, leider habe ich den Dings nicht mehr. Den Schlagstock, der war echt geil von der Polizisten-Dings, oder? Der war echt nice, muss ich sagen.
Den habe ich leider gesagt jetzt nicht mehr, das finde ich sehr schade. The fuck. So, ich will das kurz noch durchsuchen da. Okay, Rain, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Ah, ja. Dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Oh, geil. Viel Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst ja brauchen. Ja, das denke ich mal. So, kommen wir darauf auch irgendwie? Weiß es ja nicht. Lass mich, ich will nicht unbedingt da über den Weg gehen, da wo die ganzen Zombies sind. Das schaut mich nicht ganz so gesund an. Da. So, was ist da? Okay, irgendein Gaswerk oder sowas in der Richtung. So. Oje. Oh fuck, oh fuck. Ich habe so das Gefühl, dass da wieder irgendwo so ein Wahnsinniger herumläuft. Oder auch nicht, das weiß ich nicht. Ah ja. Den Bus können wir eh nicht rein. Gut, das... Deswegen sage ich lieber, schau mal da. Schießen. Ich will Rais sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Rais was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Na geil. Okay. Achso, hoppala. Falscher Eingang. Lol. Ja, wo denn jetzt? Wo ist denn der Eingang? Achso, über das Auto vielleicht drüber. So, perfekt, okay. Gut, da sind wir schon. Welcome, Friend. Na, will ich nicht unbedingt. So. Ah ja. Na ja, dann schauen wir mal.